So, und herzlich willkommen zu einem halben Jahrhundert Direwolf-Projekt. Ja, wir haben mittlerweile 50 Folgen hier. Wuhu, Jubiläum, 50 Folgen, yay. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich schon krass, was hier wir in 50 Folgen a 10 Minuten immer schaffen. Bisschen tue ich natürlich ein bisschen vorarbeiten, ist natürlich selbstverständlich, hoffentlich für euch. Weil ich brauche ja nicht hier ständig immer euch zeigen, was ich hier noch so machen muss. So, jetzt gehen wir hier runter und dann muss ich hier gleich schon sagen, hier muss ja die Pumpe dran. Pumpen, da komme ich noch vielleicht hier oben dran. Das ist vielleicht noch machbar. Genau, so. Hier kommt der eine hin. Dann wird hier die Eisenpipe sein. Das heißt, hier die hin. Dann kommt hier ein Rohr hin. Kommt. Bin ich jetzt mittig? Genau. Hier eins hin und da eins hin. Dann müssen wir sagen, du musst in die Richtung fließen hier. Hier kommt der hin. Nein, 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 nein. Das ist so ganz falsch. Dahin, dahin. Und für spätere Zwecke soll ja auch noch einer hier hin. Das gleiche Prinzip hier hin, dahin. Gut ist. So. Jetzt müsste ich da ja sagen, da ein bisschen runter. Da brauche ich aber noch mal die Axt. Mit der Axt im Wald hier ein bisschen rumkloppen. So, Maus. Hängt wieder am Mauspad fest. So. Naja. Nein, 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 nein. So. So ist doch richtig. Da brauche ich noch Holz wieder. Kann man es hier zumachen? Brauche ich ja nicht unbedingt. Offen liegen haben. So. Das gefällt mir. Dann machen wir hier so zu. Und dann sagen wir hier pumpen. Sagen hier pumpen. Fließt das denn jetzt da? Es fließt auf jeden Fall raus. Und da unten müsste es eigentlich jetzt hoffentlich runterfließen. Und in den Tank hinein. Denn wie gesagt, dann können wir schon ein bisschen mehr Kokskohle machen. Ja, das fließt auf jeden Fall rein, sehe ich gerade, oder? Ja, es fließt auf jeden Fall super rein. Klasse. Dann lassen wir den erstmal in der Zeit nur laufen. Wie gesagt, später werde ich das dann umgestalten, dass ich dann diese, nicht diese Dinger hier nehme, die Redstone Engines, sondern diese Gatter. Die sind dann natürlich ein bisschen leckfreier als die Pumpen, weil die ja ständig laufen, wenn, auch wenn nichts los ist. So, dann benutzen wir den Gärbottich hier. Stehe ich den denn hin? Gute Frage, nächste Frage. Wo baue ich den denn auf? Relativ ist es eigentlich egal. Ich könnte es ja auch hier oben aufbauen. Aber dann habe ich das System ja eigentlich im Nacken. Des Weiteren brauche ich so ein Aqueous Accumulator oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon gebaut habe. Ich glaube aber eher weniger. Oh. Ich glaube mit Doppel-C oder so. Da ist Aqueous Accumulator. Servomotor, Zinn, Eimer. Okay. Dann brauche ich erstmal Zinn, Eisen, Gold, Glas habe ich. Redstone habe ich da. Ist das noch? Eigentlich nichts mehr. Ein bisschen mehr Glas bräuchte ich aber. Ist das noch normales Glas? Jupp. Oh, komm doch her. Dankeschön. Brauchen wir erstmal hier so zwei von den Dingern hier, mache ich gleich mal. Zack, dankeschön. Dann zwei Eisen, glaube ich. Zwei Glas. Guck gerade mal hier. Dann bauen wir gleich nämlich zwei davon auf. Können wir immer später gebrauchen. So direkt Wasser irgendwie für die Baumfarm oder so brauchen wir das sowieso dafür. So, zwei Eimer. Eimer, Maschinenframe, Servomotor. Hier unten Zinn. Und Glas, da haben wir zwei Stück davon. Sauber. Dann brauchen wir jetzt wieder zwei Eimer. Wer das nicht kennt, muss sich das unbedingt anschauen, weil da können wir nämlich direkt Wasser mit produzieren. So, und danke.
Weil wenn er nämlich direkt an der Wasserquelle ist, füllt er sich auf jeden Fall schneller auf als so. Und ich bin jetzt wirklich gedacht, dass ich den jetzt komplett nach unten setzen werde. Hier rein ist natürlich auch Schwachsinn. Oder? Ja, hier haben wir zu viele Motoren sitzen. Beziehungsweise die ganzen Tanks sind hier hinter. Hier wird viel verstrickt. Ich hätte gern hier reingesetzt. Ist das jetzt eine gute Idee? Ist das eine blöde Idee? Weiß ich gar nicht. Er würde ja hier einfach nur... Die stehen ja sowieso nachher hier einfach noch rum. Es wäre ja keine schlechte Idee, das hinzustellen. Und ich würde es auch hier vorne hinsetzen. Das heißt, hier kommen Gärbottich hin. Richtig? Die kommen alle hier hin, genau. Nee. Da muss ich ein bisschen nach, denke ich, am besten. Ja. Wie mache ich das am schlausten? Ist mal so die Sache. Ich setze mal hier hin. Ich setze das Teil mal hier hin. Jetzt haben wir wieder Erde hier in Massen. Nerviges Zeug. Das Problem ist, ich habe noch nicht mal eine Schaufel mit. War doch klar. Ja, komm, nehmen wir jetzt hier die Steinhacke dafür auch noch. Dann ist es wenigstens auch verbraucht worden. Ich brauche hier 9x9 Feld drin, ne? Damit ich das Wasser irgendwo rauspumpen kann. So. Dann schnarch, 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 schnarch. Damit wir so langsam mit der Biomasse anfangen. Meine relativ erste, zweite Energie, je nachdem, ob ich mit Dampf anfange oder so, das weiß ich nie. Aber Dampf ist eigentlich relativ einfach zu bauen. Brauchen nur ein bisschen viel Silber in dem Moment. Aber wenn man sich gut reinhängt, dann kommt das Silber auch fast zu einem geflogen. Und mit so einer Hacke, diese komische Spitzhacke des Kerns, bekommt man ja gleich noch ein bisschen mehr. Oh, ich muss noch einen ein. Hab ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Ich muss noch weiter nach hinten. Ach ja. Erde kloppen ist ja was Feines mit der Hand. Ich hätte immer gern Spaß mit. Nein. Du sollst doch hier die Hand nehmen. Nimm mal hier, komm, nimm mal Holz. Nimm mal das Holz, Holz, Holz. So. Sollte es doch nicht sein. Dann brauche ich vielleicht noch eine Fackel hier. So. Und jetzt machen wir es ganz einfach. Zack, zack, hier Holz vor. Nein, falsch. Da unten brauchen wir Wasser. Da brauchen wir Wasser. Dann können wir hier Wasser einsetzen. Und jetzt müsste eigentlich die Quelle sich schließen. Genau. Und jetzt müsste irgendwo da in der Mitte das Ding sitzen. Nein! Doch nicht da. Irgendwo hier vorne. Nein. Nein. Das muss doch hier irgendwo sitzen. Da. Genau in der Mitte. Und dann füllt sich das direkt mit Wasser auf. Zack, zack, zack. Und hier brauchen wir nur die Config von oben. Und geben wir schnurstracks Wasser durch. Da kommt schon das Wasser angeflossen. Ja, machen wir zu, komm. Und dann nehmen wir die Gärbottiche. Und jetzt bin ich aber überlegen dahin. Ja. Jetzt bin ich nämlich ganz am Überlegen. Dann da, hier rauspumpen, hier so rumpumpen und den nächsten dahin setzen. Oder ich setze noch einer vor. Ist jetzt so die Sache. Kann ich die auch mit... Ich kann die nicht nehmen. Schade. Schade, schade, schade. Dann muss ich die nochmal abbauen. Dankeschön. Den ersten dahin, den zweiten dahin. So, kommen hier erstmal Wasser rein, da Wasser rein. Dann füllt euch mal mit Wasser auf. Dann müsst ihr den ja auch noch irgendwo hinsetzen. Dich setze ich mal hier ganz im Dunkeln irgendwo hin. Da brauche ich jetzt noch eine Tür. Da nehmen wir einfach dieses blaue Türchen hier.
Eine Tür oder sowas. Er war ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo eine rumfliegen habe. Eine Tür. Ne. Die brauche ich für gleich. Ich sehe schon wieder, dass es dunkel wird. Aber ich will jetzt erstmal schauen, ob ich noch eine Tür irgendwo rumfliegen habe. Nein, hier ist keine. Hier ist keine. Ich meine aber zu wissen, dass ich irgendwo noch eine Tür vielleicht rumfliegen hatte. Ne, habe ich nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz müssen wir erstmal schlafen gehen und den Part sozusagen beenden. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Mittlerweile 50 Folgen. Aber es geht natürlich noch weiter. Bis dahin, euer Flash-LP und tschüssen.